So Leute, weiter geht es hier wieder mit Let's Play Kingdom Hearts 2, hier mal wieder in Port Royal oder besser gesagt auf der Black Pearl von Captain Jack Sparrow natürlich. Ich will das ja natürlich genauer betonen, denn er mag es ja nicht, wenn man das Captain vergisst. Tja, dann machen wir uns mal hier erneut auf den Weg jetzt Richtung Isla de Muerta. Versuchen wir es noch einmal. Aber ich glaube, den Kampf müssen wir jetzt trotzdem wiederholen, kann das sein? Ich bin mir jetzt da nicht so ganz sicher. Oder? Nee, der Kampf wird übersprungen, das ist gut. Die Interceptor, Steuerbord voraus! Das ist nicht lustig, Jack. Wir müssen ihn retten. Will, wach auf. Elizabeth. Was ist passiert? Die Medaillons und die Steintruhe. Jemand hat sie gestohlen. Dann wurden wir angegriffen, aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Sein Gesicht war verdeckt von einer schwarzen Kapuze. Die Organisation. Wir entkamen aus der Höhle. Aber der Schurke hat uns eine furchtbare Kreatur auf den Hals gehetzt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe als Einziger das Schiff erreicht. Will. Elizabeth. Ich bin etwas erschöpft. Oh, verdammt. Hier kommen wir ins Spiel. Aber bereitet euch gut vor. Wir wissen nicht, was da draußen wartet. Entschuldigt bitte, ihr Lieben. Aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so? Einfach so. Was? Können wir aber jetzt nicht so hinnehmen. Oder? Das ist gar nicht so gut. Leute, was denkt ihr darüber? Die Organisation 13 ist also nur in dieser Welt, was? Sie führen bestimmt nichts Gutes im Schilde. Wir sind besser wachsam. Ja, sehe ich auch so. Es sieht nicht so aus, als wolle Jack helfen. Wir können die Organisation 13 trotzdem nicht einfach ignorieren. Und wir brauchen ein Schiff, um vorwärts zu kommen. Ja. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Kreaturen oder Flüchen hören. Klar soweit? Ich lasse das Schiff auslaufen. Also schnell auf eure Posten. Ja, ist ja gut, Captain. Wir machen's ja schon. Das hier ist kein Passagierschiff. Es war also die Organisation. Wir kümmern uns um ihn. Die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die sie zu diesen verwunschenen Medaillons hinzieht. Und dieser Herzlose hier, die Habgier in Person. Ich frage mich, ob sie würdig sind, der Organisation 13 zu dienen. Darauf willst du jetzt eine Antwort? So ist es. Aha, interessant. Tja, dann werden wir ihnen mal beweisen, dass sie nutzlos für euren Verein sind, indem wir dieses Vieh jetzt einfach mal so platt machen. So, und nimm das, du Penner. Komm schon, wir haben ihn fast. Und die. Wieso ist er nicht gedeiht? Oh, jetzt geht's aber.
Und wir erlernen für Sora Freundbus und Goofy erlernt Charmeur. Aber, naja, davon kann ich eh nichts anlegen, ich habe nicht genug AP dafür. So, das Ding ist weg. Oh, Jutta! Und jetzt zu dir. Werft ihn über Bord. Ei, ei. Parle! What? Wie bitte? Perle? Das entstammt dem Piratenkodex. Wenn ein Gegner wünscht zu verhandeln, darf man ihm nichts antun, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wir haben keine Zeit für Regeln. Stimmt, aber als ehrenwerte Piraten halten wir uns immer an den Kodex. Meinetwegen. Also raus damit. Ich übergebe euch diese Truhe und entschuldige mich aufrichtig. Überraschend entgegenkommend von dir. Und was willst du dafür? Nur ein paar hiervon. Als Erinnerungsstücke. Was? Bitte? Oh nein, wir können den Fuhr aber nur aufheben, wenn wir alle Medaillons haben. Gleich weißt du, was passiert, wenn man einen Kuhhandel mit Piraten macht. Ah. Sora, Donald, Goofy, los! Wow. Oh shit! Ist das etwa das Ende? Wir wurden auf die Interceptor geschleudert und dann wurde sie einfach mal so beschossen. Aber nein, anscheinend haben wir wohl ein bisschen überlebt. Und wurden irgendwohin angeschwemmt. Du hast schon wieder ein Medaillon geklaut. Und wann hätte ich das wohl anstellen sollen? Wieso? Bist du jetzt plötzlich ein Skelett? Vielleicht hat ja ein bisschen Fluch den Besitzer gewechselt beim Kampf gegen dieses Monster. Aber wieso ist an euch dreien noch Haut dran? Weil wir nicht tierisch sind. Ja, klar. Was schaust du mich so an? Das löst noch immer nicht das Geheimnis. Donnerwetter! Vielleicht sind wir deshalb unversehrt, weil wir nicht aus dieser Welt stammen. Ja. Wir gehören hier nicht her. Wann sind wir bloß wieder zu Hause? War bloß ein Scherz. Gut, dass der Fluch nicht auch uns traf, was? Nicht festquatschen, Freunde. Wir brauchen dringend einen schwimmenden Untersatz. Jupp. Aber wo sollen wir den jetzt hier noch schnell herbekommen? Hier ist doch alles kaputt. Tja, alles klar. Captain Sparrow ist also wieder ein Knochenmann. Wir holen uns jetzt erstmal den Inhalt aus dieser Truhe und das ist das Federamulett. Rufe mit der Hilfe von zwei Gefährten das über das Kommando rufen Peter Pan zur Unterstützung im Kampf herbei. Ja, wer erinnert sich hier nicht an Peter Pan? Den wir im letzten Abenteuer auch schon ziemlich, ja, tatkräftig bei uns an der Seite hatten. So, Goofy, was ist denn mit dir los? Sieht so aus, als würde ein Schiffswrack hierher getrieben werden. Vielleicht gibt es hier ein Schiff, das noch zu gebrauchen ist. Sehen wir uns mal um. Ja, okay, das machen wir gleich. Diese Hilflose hat von der Black Pearl auf die Interceptor geschleudert. Wäre die Interceptor nicht so ein stabilitätsfähiges Schiff gewesen, wären wir längst untergegangen, bevor wir es bisher geschafft hätten. Ja, Glück im Unglück, würde ich mal sagen, hä? Wenn jemand Parle ausruft, muss ein Pirat den Krummsegel wegstecken und verhandeln. So ist das nun mal. Selbst Piraten haben ihren Kodex. Ja, kennen wir schon. Wir haben es mitbekommen. So, warte mal. Ich wollte erst mal gucken. Erstmal hier die Abilities, mal das Neuzeichen wegmachen. Erstmal hier Freundboost haben wir gelernt. Und Goofy hatte Charmeur hier vorne. Joa. Na, wie gesagt, eben halt nichts Nennenswertes. Nichts Besonderes hier. Warte mal, habe ich irgendwas? Wegen Ausrüstung wollte ich mal kurz was checken. Nee, Goofy hat immer noch keinen neuen Accessoire-Slot, aber Donald dafür. Das hört sich doch schon mal gut an. Was haben wir hier? Den Mithril-Ring habe ich ja noch dabei. Irgendwas anderes Starkes vielleicht noch? Nein, aber ich lege den mal an.
Dann kann ich bei Donut wenigstens ein bisschen was an Abilities nochmal zusätzlich reinbringen. Wie zum Beispiel, Autoheilung wäre nicht verkehrt. Pack ich mal mit rein. Und mehr ist auch nicht. Außer vielleicht Auto-Limit, aber das lasse ich mal sowieso lieber weg. Und ich hatte ja hier noch irgendwo, genau da, das Federamulett. Das werde ich ja dann auch später wieder im nächsten Turnier für die Arena des Olymps gebrauchen können. Okay, jetzt muss ich mal schauen, habe ich hier noch irgendwo Schätze? Das ist alles, was noch von der Interceptor übrig ist. Ja, also nichts Neues. Gut, dann hauen wir jetzt erstmal ab von hier. Und schauen uns mal hier ein bisschen genauer um. Und hier sind auch wieder die Piraten. Boah, verdammt! Du musst immer schön hierher. So, und zack. Och, und du kriegst noch mehr AP dazu. Ist ja Wahnsinn. Dann kann ich ihm ja noch was Zusätzliches anlegen, aber... Naja, könnte ich vielleicht, wenn da was Hilfreiches mit dabei wäre, aber hat er ja leider nicht. Na gut, dann eben nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo waren jetzt die ganzen Schatzkisten hier? Habe ich hier jetzt auch wirklich alles da gehabt? Ja. Gut, dann habe ich ja noch hier vorne was. Mithril-Kristall. Ich glaube, der ist sogar neu. Zumindest denke ich das mal. Also ich habe jetzt hier gerade ein neues Symbol bei mir stehen. Oh, Königsformel habe ich auch gefunden. Das ist sogar für Goofys stärksten Schild. Aber Mithril-Kristall ist anscheinend nicht neu. Den hatte ich schon vorher mal irgendwo gefunden. Und hier sind Piraten. Yep, das war's. Okay, und da fällt mir jetzt eigentlich auch hier ein. Hier ist ja auch eigentlich so eine ziemlich interessante Waffe für Donut noch dabei. Die hole ich mir jetzt auch natürlich gleich. Aber erst einmal hier kurz schauen. Da! Du! Ein Medaillon! Schnappt es euch! Wir holen es uns! Keine Sorgen, Captain. Das. Wir kriegen dich schon wieder ein bisschen normal hin. Dafür brauchen wir aber erstmal alle Medaillons. So, und da haben wir es auch schon. Dann liegt es erstmal auf dem Boden. Fehlen noch drei. Woher weißt du das? Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar soweit? Ja? Was ist das? Das ist die Pearl. Ahoi, Freunde! Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Ja, wenn du mal wüsstest, was aus der mal irgendwann noch wird. Verwunschtes Medaillon. Ein goldenes, verwunschtes Medaillon. Ein eingravierter Totenschädel ziert die Oberfläche. Und wir kriegen eine Karte vom Schiffsfriedhof. Und da werden wir auch jetzt erstmal gleich zurückgehen, denn da kommen nämlich gleich die nächsten Niemande mit den Medaillons dabei. Und ich habe ja nämlich noch ein paar Schätze übersehen, die ich ja unbedingt noch holen will. Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Na, ah, und wem habe ich das zu verdanken, hä? Jedenfalls nicht Elizabeth. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin?
Der Mann mit der Kapuze und die Piraten hat die Piraten und seine Kreatur mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus der Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen? Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Mhm. Na schön, dann werden wir uns jetzt erstmal die Münzen holen. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons, was? Ja. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. So, wir müssen jetzt mal zum Schiffsfriedhof reisen. Denn ich weiß ja, dass da nämlich ja noch so ein Typ ist mit einem Medaillon. Und ich glaube, der taucht auch gleich auf. Wenn ich mich nicht irre. Da ist er auch schon. Irgendwo da unten. Und ich muss erstmal dahin kommen. Ja, wenn ich erstmal wüsste, wie. So, dann holen wir uns den. Und zwar ein bisschen schnell. Denn ich muss ihn ja erledigen, bevor die Uhr da oben links abgelaufen ist. Aber das ist kein großes Problem. So, wir haben sie. Zwei Medaillons sind es noch. Und ich weiß eigentlich auch schon so ungefähr, wo ich sie suchen muss. So, dann erstmal hier noch so. Der Meteorstab. So, den werde ich jetzt erstmal Donut anlegen. Erstmal hier nochmal kurz die Truhe checken, um zu sehen, was wir alles hier Hübsches haben. Unter anderem hatte ich ja hier das Medaillon. Und ich hatte ja natürlich Abilitamin fürs Zora. So. Das nimmt er mal mit. Und dann hatte ich ja noch hier was. Und zwar Orichalcum. Und dann gehe ich jetzt erstmal nochmal zurück hier zum zu der Trümmerkuppel. Da müsste ja jetzt eigentlich auch so eine auftauchen. So, warte mal. Da hinten ist er ja. So, vergessen wir einfach mal die Piraten. Die sind unwichtig. So. Ah, Mann. Alter, geht das noch? So, jetzt reicht's aber. Bluff. Ach, verdammt, jetzt habe ich mich ja hier mitten im Schatten jetzt hergeholt. Das ist scheiße. Oh Mann. Wie haben sie mich jetzt eigentlich genau in dem Moment, als ich das Limit aktiviert habe, mitten in den Schatten gedrängt? Das war natürlich die beschissenste Position, um einen verfluchten Piraten platt zu machen. Ist wahr. Ah, na gut, MP kann ich jetzt eh nicht aktivieren. So, nimm das. Okay, einer ist noch. Los, komm schon. Alter. Wo? Ach man, wo rennt er jetzt hier hin? Ach, ich weiß schon, der rennt er jetzt deshalb so, weil er ja ein bisschen hier in Flammen steht. Jetzt ist aber Schluss hier mit lustig, Mann. Komm schon. Geht endlich drauf. Jetzt habe ich jetzt mein MP wieder zurück. So, und das war auch der letzte. Dann nicht sie raus hier, aber schnell. So, erstmal will ich nochmal kurz hier die Schatzliste prüfen. Aber erstmal hier Peter Pan. Steht Zora im Kampf zur Seite. Wenn Zora in einem Kampf K.O. geht, kann Naseweiß ihn einmal wiederbeleben. Ist das nicht doll? So, dann wollen wir mal schauen. Schätze. Gut, sind alle vollständig hier in Port Royal. Oh, hier ist Space Paradise. Habe ich auch noch nicht so ganz durchgecheckt, ob ich da alles habe. Aber egal. So, und dann natürlich hier noch die ganzen Karten. Habe ich mir eigentlich auch noch nie so richtig 100% angesehen. So, damit ist auch alles vollständig. Dann hier natürlich das gesamte Album. Jo.
Das ist jetzt allerdings nicht ganz so wichtig. Gehen wir jetzt erstmal wieder auf die Perl zurück. Obwohl, nee, ich würde mal sagen, das mache ich jetzt im nächsten Part. Aber erstmal hier. Mann, Leute, ihr nervt ein bisschen. Ich wollte doch gerade den Part beenden und jetzt... Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hau jetzt hier ab, Mensch. Ich gehe jetzt wieder auf die Perl zurück. Dort habe ich auch Ruhe vor euch pfeifen. So. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's dann heute mal wieder hier mit Kingdom Hearts 2. Ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, sobald ich erstmal hier in der Perl drinne bin, im Kapitänsquartier. Also dann, Freunde, ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen, habe ich ja schon eben gesagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann und tschüss!